ça. Richtung Südwest. Südwest 400 Meter Tiefe. Mal gucken, ob das was wird. Muss so ein scheiß Schneider holen. Herr Schneider! Bällebad ist wirklich ein riesiges Gebiet, ey. So. Welcome aboard, Captain. Aurora. Alter, wie viele solchen von den scheiß Aurora-Dingern noch? So, wo habe ich jetzt? Wo habe ich den Laserschneider? Ja, wir können natürlich auch erstmal schnell essen. Habe ich den hier reingeknödelt? Da ist er. So, das war's schon. Jetzt haben wir das, was wir wollten. Toll. Da trinken wir. Und ganz kurz hier in unser Loveboat. Ist ein Pirscher drin, die schlüpft. Will ich nicht. Mein Mülleimer. SW könnte auch für Schweinfurt schließen. Richtung Schweinfurt also.
Moment. Wir haben leichte Schäden am Gerät. So. Natürlich bei Nacht. Bei Nacht geht's los. Also in die Richtung 400 Meter Tiefe. Oberfisch. Stimmt, schön gemütlich in so einem kleinen U-Boot. Gleich haben wir die Tiefe. Oh. Perfekt, das hat geklappt. Ich hätte es nicht gedacht, aber es hat funktioniert. Die Tür ist wieder zu, aus irgendwelchen Gründen. Platzangst. Ich glaube, ich hätte mehr als Platzangst da unten. Nicht wegen dem U-Boot, sondern wegen dem Ozean an sich. Auch noch klar. Oh, ein Nahrungsblock, yeah. Endlich mal wieder einer. Noch einen Krebsarm brauchen wir nicht. Jetzt wollen sie ihr Schweißgerät aber benutzen. Da ist nix. Wurde getrollt?
wollen mir jetzt erzählen, ich habe das Schweißgerät vollkommen umsonst geholt und mich vollkommen umsonst durch drei Türen geschweißt? Und jetzt seid ihr ernst? Seid ihr voller Ernst, ja? Na gut, nicht umsonst. Ich habe einen Nahrungsblock bekommen. Wo er läuft. Kann doch nicht sein. Ist doch nicht wahr. Das Licht an. Hier ist einfach nix. Ist einfach nix. Hier ist Sackgasse, hier ist Ende. Ich glaube, es setzt aus. Da drehst du frei. Da drehst du frei. Ja. Das war's wert. Das war's auf jeden Fall wert. kleinen Moment. Ja, so. Welche Richtung jetzt wieder weiter? Danke. Südwesten. Ja. Dann machen wir mal weiter in die Richtung. Ja, absolut. Sehe ganz genauso. Hauptsache, da war gerade ein Ghost-Leviathan. Was will der hier? Schwimme ich schon wieder in die falsche Richtung, ey. Ich suche eigentlich so ein Gebiet. Was ist das denn für ein Geräusch schon wieder? Ich suche eigentlich so ein Gebiet, da war ich auch schon mal. Ah ja, ja, komm. Oh, guckt er mich an. Oh. Nicht das Bällebad, sondern so ein
einen riesigen Pilze oder was das waren. Ein Haufen Rochen, Pilze. Die Pilzfarm. Da, wo sie ihren Shit herholen. Das suche ich. Schon wieder für Geräusche ab, ey. Ist mir gerade das Radio ausgefallen oder was war das? Ja. Captain, wir haben hier Interferenzen, Captain. Ja, stimmt irgendwas. Captain, wir sind im Kreis gefahren. Wir sind wieder genau hier, wo wir gerade waren, Captain. Was ist mit Ihnen los? Haben Sie gesoffen? Soll wer anders übernehmen? Ich bitte drum. Finde ich nie. Ich höre Geräusche, also zünde ich. Explosionen! Wir brauchen mehr Explosionen! Großer Stein mit Loch drinne. Kann man parken. Sind die Unterwasserparkplätze? Wie es welche an Land gibt, da gibt es natürlich unter welche Wasser. Unter Wasser. Ja, aber gratis, muss Plakette reinlegen. Kannst du nicht ewig stehen. Oh, hier. Und durch und. Jawoll! Er ist einfach begabt. Oh, da, nochmal. Löcher im Stein, da fahr ich rein. So muss das sein. Und wieder raus. Wie eine Maus. Aus dem Haus. Ja. Ich find's nicht fair. Ich find es gemein. Wie soll ich das jemals finden? Etwas Hilfe vom Spiel wäre ganz cool. Bisschen fiesen Wasserdruck da irgendwie an der Scheibe hier vor mir. Was ist das da? Beleuchtet was. Oh, das ist nur so eine Lichtpflanze. Oh. Hier nehmen wir wieder mit, die brauchen wir nicht mehr.
Boah, hab ich mich erschrocken. Oh. Scheiß Fisch. Oh ja! Ja, das Spiel ist auch gegen mich. Wobei ich glaube, dass das gegen viele. Ich weiß halt nicht, wie die sich das vorstellen, dass du einfach so random diese Tafel finden sollst. Irgendwo. Nahrungsblock, geil. Und noch einer, geil. Krebs. Arm. Jetzt auf einmal finde ich das Ding überall. Ewigkeiten nix. Na gut, zwei Nahrungsblöcke ist eigentlich ganz okay. Eine gute Ausbeute, kann man nicht meckern. Ist hier so hell. Das ärgert mich halt auch, dass ich dieses Gebiet jetzt nicht mehr finde. Passiert, wenn man rückwärts fährt und nicht in den Rückspiegel guckt. Ist es einfach nicht. Ich drehe mich nicht um, ich habe Angst. Was macht er denn hier? Hilfe, Kleiner! Ich bin komplett orientierungslos, komplett! Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich hier bin. Ich bin doch schon wieder bei der Aurora, oder? Gefühlt finde ich nur noch zwei Gebiete. Bällebad und die Aurora. Das ist alles. Ich finde auch nicht mehr das Gebiet mit diesen elektrischen Aalen. Das finde ich auch nicht mehr. Ich finde nur noch das gleiche. Ach, und Haie. Haie finden... Oh, da ist eine Zeitkapsel. Na, nimm die! Thank you.
Oh nee, der ist doch schon wieder hier. Strom! Alter! Bewege ich mich nur in seinem Gebiet oder was? Bin ich nur in seiner Hut? Komme ich hier jemals wieder raus? Ich will sie nicht fragen. Ich hab einfach keinen Schimmer, wo ich bin. Eine neue Hose bitte. Jo, für mich auch. Zwei hier gleich. Ich brauche als Reserve für die nächste dann. Guck mal, Schlingpflanzen. Geil. Gerade am Main dösen. Nichts ist. Hier wird nicht gedöst. Wenn ich nicht dösen kann, döst du auch nicht. Hier bin ich aber auch nicht richtig. Das ist ganz toll, dass hier diese Pflanzen sind. Hier will ich aber auch nicht hin, weil hier ist auch nichts. Hier war ich schon 1000 Mal. Ich will doch nur in dieses Aalgebiet, wo die Aale sich aalen. Geht wieder die komische Musik los, aus irgendwelchen Gründen. Reasons. Warum schwimmt denn hier so ein komischer Kraken? Und warum schwimmt der bitte? Der schwimmt auch durch den Stein durch. Warum schieten die alle? Warum sind das alles Cheater? Warum sind das alles Cheater? Sag mal, wie viele... Was? Wie viel von dem Gebiet gibt es denn? Fette Mucke. Tiefsee Mucke. Oh, krieg Angst. Spür die Panik. Fisch getötet zum Beat. Noch ein. Musik hört auf. Bin im Haigebiet. Seek fluid intake. Das ist gerade schlecht. Geht gerade nicht. Aus dem Weg. Kommt Urok. Nach oben. Ich glaube, wir sind hier in der toten Zone. Tag. Sind wir zu Hause? Ich glaube, wir können mal an der Flasche gucken. Was? Vital signs stabilizing. Starke Energie in dem Gebiet hier? Was? Das erregt meine Aufmerksamkeit. Da werde ich doch hellhörig. Und frage mich, was ist da los? Und wie können wir das beheben? Oder frage mich doch direkt, von was hat die IT gesprochen? Hier ist überhaupt nichts.
Hä?